wir haben Bad Glimmerich hinter uns und Mario ist auf einmal grün geworden. Naja, es ist halt, wie es ist, ne? Seine Farben haben sich ein bisschen in Farbe getunkt. Aber hey, wir sollen jetzt ein bisschen warten, bis der Professor Gumbart herausfindet, wie wir auf den Mond fliegen. Denn da geht's scheint als nächstes weiter. Übrigens, ich glaube, wenn wir dagegen springen, ja, kommen wir endlich diese Kiste ran, wo ich schon so lange dran wollte. Und da drin befindet sich ein neuer Hammer, ein Ultrahammer. Wow. So kriegt man den also. Okay, ich dachte, man kriegt man irgendwie, naja, so wie halt die anderen Items man bekommen hat, einfach mittendrin im Abenteuer. Nö, der hier scheint optional zu sein. Ich bin's wieder, Toadette. Das letzte Mal scheinbar. Du hast den Ultrahammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist die Angriffskraft des Hammers noch größer geworden. Wow. Und du kannst sie auch anders benutzen. Wir müssen doch gleich mal. Genau wie der Superhammer. Wenn du das B-Grund hältst und deinen linken Stick drehst, frisst er deinen Körper, ne? Aber wenn du loslässt, kannst du den Ultrahammer noch benutzen. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du den B loslässt. Okay, also vorher hatten wir den hier gemacht. Und jetzt können wir uns noch mehr drehen. Oder wie? Ach so, wir haben jetzt einen Rundum-Angriff gemacht. War das das jetzt? Oder wie war das? Das haben wir doch schon gehabt. Die Ability. Oder bin ich gerade verwirrt? Na gut, danke. Oh. Mit dem Ultrahammer kannst du jetzt auch diese Gesteinsbrücke zerstören. Bei kleinen Objekten reicht es, ihn normal zu schwingen, aber bei größeren hilft nur die neue Methode. Ah, nice. Natürlich kannst du auch im Kampf nutzen. Weißt du, das ist zu schade, aber dies war zuvor erst unser letztes Treffen. Rette was in Peach. Drück mal deinen Abenteuer. Ciao, Toadette. Oh. Traurig. Aber hört mal. Ein neuer Hammer. Ein neues. Na, Abenteuer eigentlich nicht. Aber ein neuer Weg öffnet sich damit. Und wir können überall uns weiter umschauen. Es gibt so viel Neues zu erkunden. Und neue Ware. Hm. Beim Angriff imitiert Mario Peachs Stimme? Das muss ich, das kann ich mir nicht entgehen lassen. 144 Münzen zwar viel. Aber es klingt schon lustig, oder? Es klingt schon lustig. Und da wir sowieso irgendwann alle Orden kaufen wollen. Vielleicht in einem Stream oder so. Wollen wir das oder so irgendwann haben. Hä? Nee. Hier ist das normal. Warum lacht Peach? Oh Gott, das ist gruselig. Warum lacht sie da? Hey, hier ist ein Jupiter. Cool. Ja, jetzt heißt es sich ein bisschen umzuschauen, noch ein bisschen Stuff zu machen, bis er fertig ist. Und ich habe schon genügend Dinge, die mir einfallen würden, die wir auf jeden Fall nochmal machen können. Und schaut mal, jetzt nach dem Chapter ist er wieder zurück. Hey. Ich bin's, Pinky. Wow, du bist ja auch grün wie ich. Cool. Du erinnerst dich noch an mich, oder? Ich war in der staubtrockenen Wüste, um nach Öl zu suchen. Da waren wir im ersten Paper Mario. Ich habe es geschafft. Ich bin auf Öl gestoßen. Ich bin fast verzweifelt in dem unendlichen Staub. Aber ich habe meinen Traum nicht aufgegeben und plötzlich hatte ich es geschafft. Und nur weil du an mich geglaubt hast, Mario, vielen Dank. Hier ist dein Geld zurück und eine Prämie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitteschön, hier sind 300 Münzen. Oh, ich dachte, den muss man immer wieder bezahlen. Wir haben ihm 100 Münzen damals, glaube ich, gegeben. Ich damit mein ganzes Geld, wäre ich all in gegangen. Hätte ich jetzt mehr als das Doppelte zurückbekommen? Huh. Mist. Ich dachte, man muss ihm pro Chapter irgendwie Geld zahlen, aber er war immer weg. Mist. Egal, 300 Münzen ist trotzdem viel. Das hat wirklich sehr geholfen, Mann. Ich bin gespannt auf deine künftigen Abenteuer. Gib deinen Traum niemals auf, Mario. Ich glaube fest daran, dass auch dein Traum sich eines Tages erfüllen wird. Ach ja, also ich habe während meiner Reise einen Tagebuch geführt. Willst du lesen? Boah, Alter! Okay, hau raus! Teil 1, Vorabend der Abreise. Morgen breche ich auf. Mein Rucksack ist mit ausreichend Proviant gefüllt. Dank zahlreicher Geldgeber sind nun alle Vorbereitungen abgeschlossen. Auf einem Schlag reich. Das war immer mein Traum. Es gibt einen konkreten Grund dafür, dass ich unbedingt Öl finden möchte. Und zwar den Gedanken an meine Heimat. In meiner Heimat ist es unheimlich kalt und alle Leute müssen ständig frieren. Wenn ich Öl finde, schicke ich es ihnen und sie können sich ein warmes Zuhause schaffen. Alle würden glücklich sein und wenn ich nur Öl fände, naja, seit ich ein kleiner Junge war, denke ich an nichts anderes.
Natürlich möchte ich auch reich werden. Der Armut entfliehen. Reich, reich, auf einen Schlag. Doch nun sollte ich schlafen. Es macht mich wirklich verlegen, aber möchtest du vielleicht noch mehr lesen? Klar, warum nicht? Teil 2, Buzzer, der Albtraum. Buzzer, der Albtraum. Wie konnte es nur so weit kommen? Nach Ankunft des Schiffes in Toad Town fuhr ich mit dem Zug zum Klippenberg. Von dort ging ich weiter zu Fuß, Richtung staubtrockene Wüste. Frischen Mutes schritt ich den Bergpfad voran, als mich plötzlich ein Unglück traf. Ein riesiger Geier tauchte auf. Als ich ihn sah, fiel es mir wieder ein. Ich hatte gehört, dass ein Geier namens Buzzer hier lebt und Reisende angreift. Ich wollte fliehen, aber Buzzer hatte mich bereits erspäht. Als seine spitzen Krallen meinen Rücken trafen, spürte ich einen furchtbaren Schmerz. Es gelang mir, mich in eine Felsspalte zu flüchten. Buzzer gab auf und flog davon. Als ich erleichtert aufatmete, spürte ich die Winde am Rücken und griff dorthin. Mein Rucksack war weg. Proviant, Ausrüstung und das ganze Geld. Alles war dahin und Buzzer hatte diesen Rucksack gestohlen. Mir blieb nur dieses Tagebuch, eine Schaufel, um nach Öl zu graben und mein Leben. Doch überhaupt zu leben glänzte an ein Wunder. Das Glück war mir noch hold. So konnte ich unmöglich umkehren. Ich stieg daher den Berg hinab Richtung Wüste. Da liegt sie nun, direkt vor mir. Ich müsste voller Energie und Vorfreude sein, aber die Unsicherheit lastet wie ein Felsen auf mir. Wow. Also hat sein ganzes Geld verloren. Teil 3. Ein Grund zu helfen. Ein Grund zu helfen. Ich habe es bis zum staubtrockenen Vorposten geschafft. Als mich mitten in der Wüste meine Kräfte verließen, kam mir ein Cooper mit einem prächtigen Bart, Colorado, zu Hilfe. Er ist Archäologe und bereist die ganze Welt. Ich erzählte ihm von meinem Abenteuer mit Buzzer und von meinem großen Traum, eines Tages Öl zu finden. Daraufhin gab er mir zu essen und zu trinken. Als ich nach dem Grund seiner Güte fragte, blickte er in die Ferne und sprach: Nur wer die Lebensträume anderer achtet und unterstützt, wird die Kraft aufbringen, seinen eigenen Traum nie aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube an alle Träume dieser Welt. Auch er verfolgte einen ewigen Traum, denn in der Archäologie. So haben wir uns also einen ganzen Abend lang von unseren Träumen berichtet. Aha, der hat Colorado getroffen. Der Vater von Cooper aus dem ersten Teil. Teil 4, ein zuverlässiger Begleiter. Ein zuverlässiger Begleiter. Ich befinde mich jederzeit in der Oase. Nachdem ich mich von Colorado verabschiedet hatte, machte ich mich auf den Weg. Ich wollte versuchen, eine Stelle zu finden, an der ich nach Öl graben könnte. Aber die Wüste war weit und es war waghalsig, sie allein zu durchqueren. Ich hatte völlig die Orientierung verloren. Mein Kopf zersprang fast vor irgendwas. Meine Kehle brannte. War ich wach oder träumte ich? Irgendwoher ertönte eine Stimme, die zu mir sprach. Beweise, dass du ein guter Mensch bist und gib mir etwas. Der Proviant von Colorado war restlos aufgebraucht. Ich besaß nichts. Wie bist du nur hergeraten? Ich helfe dir, wenn du mir etwas dafür gibst. Aber das Einzige, was ich noch hatte... Ich besitze nichts mehr außer meinem Traum. Als ich irgendwann wieder die Augen öffnete, befand ich mich bereits in dieser Oase. Oh, du bist erwacht. Vor mir saß eine Kryptomaus mit grauem Schal und sprach: Mein Name ist Nomadimaus. Den kennen wir auch. Du hast mir nichts gegeben und dennoch habe ich etwas Gutes von dir bekommen. Ich verstand nicht, wovon er sprach, aber wieder hatte ein Fremder mir geholfen. Was, ein Begleiter? Ich kann dich führen, wohin du auch willst. Was für ein Glück, ich hatte einen zuverlässigen Begleiter gefunden. Wow. Du hast richtig viel Glück gehabt. Teil 5, die Grabungsstelle. Die Grabungsstelle. Endlich bin ich da. Hier werde ich nach Öl graben, ganz sicher. Zur Lage der Grabungsstätte. Wenn man von der Oase kommend auf die gedachte Linie zwischen blauem Kaktus und steinernen Kaktus trifft und von dort exakt die Distanz zwischen staubtrockenen Ruinen und Oase nach Norden geht, ist man an genau der richtigen Stelle. Sollen wir das heißen? Das sollen wir jetzt noch nachholen im ersten Paper? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Nomadimaus verließ mich, nachdem er mich dorthin geführt hatte. Er versicherte mir noch, dass auch er fest an die Erfüllung meines Traumes glaubte. Von nun an bin ich auf mich selbst gestellt. Wenn ich hier weitergrabe, werde ich ganz bestimmt auf Öl treffen. Da ich mich in der Oase ausreichend mit Kokosnüssen und Zitronen versorgt habe, kann ich es eine Weile hier aushalten. Ich werde Öl finden. Ja, wirst du das? Teil 6, weitergraben. Ja, wo haben wir es geschafft? Weitergraben. Ich grabe nach Öl. Meine Antat, ich kann kaum schreiben. So oft ist die Sonne schon auf und untergegangen. Ich grabe und grabe, aber kein einziger Tropfen Öl. Vielleicht bin ich doch am falschen Ort.
Dabei hat Merleblich mir genau den Weg beschrieben. Die Vorräte sind aufgebraucht, alles leer. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Mann. Mein Traum und mein Leben enden hier. Mein Traum. Mein? Nein, dieser Traum darf nicht. Ich grabe. Ich grabe weiter. Ich werde weiter graben. Los, beweg dich, grab nach Öl. Wow. Teil 7, Botschaft an alle. Botschaft an alle. Ich befinde mich auf dem Schiff Richtung Rohlingen. Ich habe es geschafft. Ich habe viel Öl gefunden. Alles weitere überlasse ich den Leuten vor Ort. Ich kehre vorerst zurück nach Rohlingen. Auf einen Schlag reich. Öl finden. Mein großer Traum. Dieser Traum war plötzlich nicht mehr nur der eine. Viele Menschen haben mit mir den gleichen Traum geträumt. Du hast mir nichts gegeben und dennoch habe ich etwas Gutes von dir bekommen. Und ich glaube an alle Träume dieser Welt. Ich hätte Geldgeber, habe zu essen und den Weg gewesen bekommen. Viele Menschen haben mir ihre helfende Hand entgegengestreckt. Und all diesen Menschen wollte ich etwas zurückgeben. Allein dieser Gedanke hielt mich aufrecht. All jenen, die mit mir meinen Traum träumten, möchte ich aus tiefster Seele etwas mit auf den Weg geben. Träume werden wahr, Pinky. So, hab alles gelesen, Kollege. Interessante Story. Na dann, schau mal wieder vorbei. Ich bin hier und plane mein nächstes Projekt. Dein nächstes Projekt? Ach, Mario, sei gegrüßt. Kannst du dazu mein Tagebuch lesen? Das hab ich ja schon gelesen, Klimpel. Ach so. Oh Gott, dieser Orden. Das war ein Fehler, den zu kaufen. Oh Mann, wie fandet ihr seine Geschichte? Ich fand es sehr interessant. So eine kleine Mini-Luigi-Geschichte. Professor, komm, wir sollten inzwischen was herausgefunden haben, denke ich mal. Lass mal ihn vorbeischauen. Meinst du, jetzt schon? Ich wollte eigentlich hier noch mich ein bisschen umschauen. Achso, du hast nichts Neues. Okay. Du brennst auch nichts Neues, oder? Alpamon hat sich unerwartet zur Ruhe gesetzt. Romanzo ist der neue Boss. Ihr solltet ihm möglichst bald eure Aufwartung machen. Sudelecke. Gespenstische Randnotiz. Gut, dass du mein Tagebuch nicht gelesen hast. Hihi. Der Geist aus Abteil Nummer 4. Ach, ich würde dein Tagebuch doch niemals lesen. Wer würde denn sowas tun? Oh mein Gott, sie haben es! Super Luigi, Band 3! 128 Münzen. Boah, Alter, Luigi, wie viel Geld du mit mir scheffelst. Aber ich muss es lesen. Wo ist es? Hier, Super Luigi 3. Super Luigi, Band 3, die Stimme der Prinzessin. Das nächste Abenteuer erlebte... Achso, soll ich einfach nur mal lesen? Ja. Das nächste Abenteuer erlebte Luigi auf der Isla Vanilla. Hier gewann er einen Kompassteil als ersten Preis im Rennen. Luigi fuhr das harte Rennen so gut, dass die Bewohner der Isla Vanilla ihm voller Respekt zubejubelten. Schraub, der Käfer, der Luigis Maschine gebaut hatte, war so begeistert, dass er sich direkt dem Team anschloss. Ja. In Sängerstadt trat Luigi dann im Theater auf. Die Suseldusel Susella gab ihm eine sehr schwierige Rolle. Luigi spielte eine tragende Rolle als der Erdgeist. Er meisterte die schwere Rolle mit Bravour. Susella hatte sein Talent direkt erkannt. Und so schloss auch sie sich den Abenteurern an. Luigi aber gewann einen Kompassteil für seine Aufführung. Während seines Abenteuers bemerkte Luigi, dass er sich immer mehr zu der Prinzessin hingezogen fühlte. Wann immer er ein neues Kompassteil fand, hörte er immer ihre Stimme wie ein Flüstern im Wind. Diese Stimme flehte zu den Sternen und die Liebe zu der Ungesehenen ließ die Spannung in Luigi wachsen. Luigi verzerrte sich nach der Prinzessin. Ihre Stimme erhitzte seine Leidenschaft und Luigi wusste nicht, wie er damit leben sollte. Der Kompass führte ihn zur Ruine des Kometenpalastes und es waren nur noch zwei Teile zu finden. Fortsetzung folgt. Ja, und für uns heißt es auch nur noch ein Teil finden und wir sind durch. Fragezeichen? Ob das so schon stimmt, wenn wir die Minigun sehen? Ja, wir werden sehen. Wir haben doch ein anderes Gefühl, aber wir werden schauen. Ganz wichtig, das hier werden wir jetzt auch noch machen. Direkt als nächstes. Und danach werden wir das Brett noch fertig machen. 4 Aufgaben, was zur Hölle? Gucken wir erstmal, was es für Aufgaben sind. Da kann ich mich nämlich später besser entscheiden. Zahlencode. Ich habe den Zahlencode für meine Aktentasche vergessen. Wenn er mir nicht wieder einfällt, werde ich gefeuert. Ich warte vor dem Hotdog-Stand in Falkenheim. Bitte hilf mir. Okay, im Falkenheim. Gut, da haben wir eine Röhre für. Handelsvertreter. Brillenty. Buchsuche. Ich habe Totskova ein Buch ausgeliehen, das ich nun gern zurück hätte. Du findest mich in einem Wochenendhäuschen in Bad Limmerich. Wenn du mir das Buch zurückbringst, gebe ich dir dafür eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Oh, das klingt natürlich sehr verlockend. Koch, Zutaten gesucht.
Ich brauche dringend einige Zutaten für meine Gerichte. Und zwar die folgenden drei. Goldblatt, Bubu-Ei, Mango. Goldblatt haben wir noch im Inventar, ne? Wo finde ich das? Bubu-Ei? Habe ich das nicht gegessen? Und Mango. Findest du mich im Glimmerliner? Was, im Glimmerliner? Ach, der Fisch ist es, glaube ich. Ah. Wo finde ich die? Okay, die muss ich nachschauen. Keine Ahnung, wo ich die finde. Romanze, Suchauftrag. Dies ist ein Suchauftrag. Der gesuchte Gegenstand ist sehr heikel. Ich erkläre das alles unter vier Augen. Du findest mich in Rohlinger Viertel Westend. Nie ohne Seife waschen links. Wenn du mir helfen kannst, gebe ich dir zum Dank eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Ja, zwei können wir jetzt hier finden, theoretisch. Okay. Okay, gut. Hier hinter die Schlagen lachen jetzt wie Peach. Eigentlich ist es der Hammer wegen dem Orden, aber es sind die Leute, die stark, genau. Professor Gumbart, haben Sie was herausgefunden? Ja, oh, der kommt genau richtig. Ich habe etwas herausgefunden. Es gibt eine Möglichkeit, auf den Mond zu gelangen. Geht nach Großfrostheim. Dort gibt es eine große Kanone, die ihr benutzen könnt. Wir fliegen also mit einer großen Kanone zum Mond? Genaueres kann ich euch aber auch nicht sagen. Es gibt Aufzeichnungen von einem Forscher, der Großfrostheim besucht hat. Sie besagen, dass mit dieser Kanone jeder jeden beliebigen Ort erreichen kann. Also auch den Mond. Und wo befindet sich dieses Großfrostheim? Und wenn man da von dort aus alle Orte erreichen konnte, wieso haben wir das noch nicht gemacht? In den Katakomben soll es eine Röhre nach Großfrostheim geben. Aber diese Röhre ist offensichtlich sehr gut versteckt. Nach meinen Informationen braucht man den Ultrahammer, um dorthin zu kommen. Okay, das ist also doch nicht optional. Den Ultrahammer? Den haben wir doch vorhin gefunden. Ach so, worauf warten wir denn noch? Benutze den Hammer und finde einen Weg nach Großfrostheim. Gut, also auf nach Großfrostheim. Ach, eins noch. Die Bobams, die in Großfrostheim leben, sind etwas mürrisch. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie euch nicht gestatten, die Kanone zu benutzen. Gebt also euer Bestes. Findet das letzte Juwel. Und viel Glück. Oh yeah. You have my word, Professor. Du hast mein Wort. Okay. Uns wurde von ihm gesagt Folgendes. Dort, wo einst ein großer Drache war, neben dem Raum mit der leeren schwarzen Truhe. Jenseits der Stachelfallen ist was, das dem bärtigen Kameraden hilfreich sein kann. Vermutlich eine Möglichkeit, dass wir bei ihm unsere Insignien weiterhin ausgeben können. Und dem gehe ich jetzt sofort auf der Spur. Ach so, ja, das hier gibt's auch noch. Tü-tüng. Jetzt können wir auch noch Bad. Ich wette mal, es geht nach Bad Gemmerich. Ja. Easy. Und noch easier ist das hier. Nicht? Doch. Und wie das geht. BP Plus erhalten als Orden. Erhöht die Gesamt-BP um 5. Wow. Warte mal, wie viel? Wisst ihr, was das heißt? Statt ein Level-Up auszugeben, um BP um 5 zu erhöhen, gibst du dein Level-Up aus, um OP um 3 zu erhöhen, um dann BP zu erhöhen. Wow. Wie dumm ist das denn? Ich meine, okay, immerhin wird einem die Möglichkeit gegeben, aber trotzdem. Und seht ihr das? Nach dem 7. Kapitel werden wir hier eine Abkürzung kriegen. Für den Mond? Oder vielleicht für Großfrostheim? Das würde, glaube ich, eher Sinn machen. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Achso, im ersten Gebiet, genau. Warte mal, hier können wir jetzt kaputt hauen. Hilft mir das irgendwie? Vielleicht so als Abkürzung oder so. Okay, ich komme mal drum. Okay, Schwarztruhe. Stachelraum war hier. Also hier in dem Raum soll sich... Oh. Danke, Spiel. Das hätte ich niemals in Erinnerung gehabt. Niemals. Okay. Und was befindet sich dahinter? Ein Schalter? Ein Block? Schalter? Block? Schalter? Oh, wir werden zerrissen. Oh, danke. Eine Kiste. Ein Ultrapfeil. Frag irgendwen. Zauberhaften. Was das hier bedeuten mag. Ja, ein Upgrade natürlich. Oder ein Upvote. Denn ihr wollt natürlich alle das Video upvoten, denn es gefällt euch doch so sehr. ja, machen wir weiter. Ja, hier sind wir. Ja. Mara sagt auch ja. Hm, wie kann ich denn euch helfen? Ja, mit dem Ultrafall kannst du uns helfen. Upvote mal bitte.
Das gibt es. Ihr habt den Ultrafall. Oh. Der Ultrafall. Hm. Oh, natürlich. Er kann fliegen? Wo ist er hin? Was zum... Das hier ist der Ultrastein. Das also ist der Sinn der Offenbarung. Ich hatte völlig vergessen, dass ich ihn damals dort unterm Dach eingelagert habe. Damit kann der Rang deiner Freunde noch weiter erhöht werden. Ihr kennt das ja. Seht ihr? Wow, eine rote Bowlingkugel. Yippie! Also wirst du es erhöhen oder nicht? Ja, gerne. Wir haben 10 Stück und können aber nur 3 upgraden. Okay, wen bin ich denn am meisten? Gumbrina? Weil ich muss noch ein paar Leute scannen. Rangus, Aufus. Susus, Aufus. Dann würde ich sagen... Barbara? Ich bin gespannt, was für coole neue Attacken sie dann drauf hat. Oder eine. Die ging ja größtenteils nur an einen Boost von ihren Stats und halt eine neue Attacke. Ja, wen jetzt noch? Das wird schwierig. Ich würde sagen, Little Boshi, mit dem renne ich sehr viel rum. Sonst hätte ich gesagt Lagarine. Weil sie versuche ich jetzt auch öfter zu benutzen für ein paar Secrets. Sternsplitter alles. Und ich habe ehrlich gesagt vergessen, was ich mit Sternsplittern mache. Ich habe es vergessen. Aber wir werden das wieder herausfinden. Okay. Jetzt können wir auch schon zählen, wie viel es noch gibt. 3, 4, 5, 6, 7. Ne, bin ich dumm. 3, 6, 9, 10, 11. Alter, ich kann nicht zählen. 11 von denen gibt es noch. Ja, so lustig, ne? Ja, so lustig. Ich habe schon verstanden, Kollege. Ich habe schon verstanden. So, bevor wir jetzt aber uns zu diesem Frostgipfel, was auch immer, begeben. Ich weiß schon, wo es lang muss. Keine Sorge. Will ich erstmal diese 4 Missionen erledigen. Fangen wir an mit Zahlencode. Vor dem Hotdog-Stand im Falkenheim müssen wir mal hier reden. Geh ich hin. Geh mal hin. Na, sieh mal eine an, wer hier auf uns wartet. Wie bist du hier hingekommen? Oder arbeitest du hier? Ah, was soll ich nur tun, hä? Oh, du hast meinen Auftrag angenommen, ja? Also, ich habe den Zahlencode von meiner Aktentasche vergessen. Daran ist ein sehr wertvolles neues Produkt meiner Firma. Wenn ich den Code nicht herausfinde, werde ich gefeuert. Wegen dem Zahlencode, du musst wissen, ich liebe Stühle. Und für den Code habe ich die Zahl der Stühle in den Häusern benutzt, die ich auf meinen Dienstreisen benutzt habe. Ich bitte dich daher, an den betreffenden Orten die Anzahl der Schüler zu prüfen, ja? Der Zahlencode besteht aus 4 Ziffern. Ich werde dir nun sagen, wo du die Schüler zählen musst. Ist doch einfach, oder? Für die erste Ziffer zähle ich die Schüler in Kupios Haus im Blütenweiler. Okay. Kupios Haus in... Ich weiß nicht, merken. Ist gut. Für die zweite Ziffer zähle ich die Schüler im Haus von Arona im Wunderwald. Alter, warum habe ich die Mission angenommen? Für die dritte Ziffer zähle ich die Stühle in Alpamons Büro in Rohlingen. Für die vierte Ziffer zähle ich die Stühle in Haus von Brillianty in Bad Glimmerich. Oh Mann. Ach ja, bei Brillianty habe ich auch den Gartenstuhl mitgezählt. Das wäre alles. Entschuldige, dass ich hier solche Mühe bereite. Okay. Mit dem Gartenstuhl in jedem Haus. Ja, los geht's mit Rohlingen. Ja. Alle Stühle zählen. Oh Mann. Darauf habe ich keine Lust. Aber ich muss es tun. Ja, alles machen in dem Game. Oh Mann. Oh Back. Also hier in diesem Haus, in diesem Gebäude, ist ein Bild mit Kupi und seinem Vater. Deshalb würde ich mal denken, das hier ist sein Haus. Und hier sind 2 Stühle. 1, 2. Also würde ich sagen, tragen wir das mal ein. Als eine 2. So. Wie viele Stühle hat denn Madame? Hätte sie auch eigentlich sagen können, ne? Bin ich dumm. 1, 2. Ich würde es mal als einen zählen. Das war's. Da kann man nicht lang. Okay, also. 2. Warte, hier kommen wir noch rein. Wenn hier noch was ist. Oh ja. Warte mal. Höh. Nein. Nein. Superstar P-Orden. Was? Mehr Sternenergie nach schon lang eines Partners.
Okay, hätte man viel früher bekommen können, aber ist nicht schlimm. Okay, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Stuhl. Ein kleiner Hocker. 5. Okay, meine Antwort lautet, hier sind 5. Ich hätte einfach raten sollen, warum gehe ich hier überall hin? Ach man. El Pomo war als drittes. Okay. 1, 2. Was haben wir noch? Das war's? Der sitzt ja nicht mal auf dem Stuhl rum und so. Ich trage das mal ein als ein 2. Das ist ja sein Büro hier, oder? Ich denke mal ja. Ich habe übrigens voll vergessen, bei Glimmerich die ganzen Bewohner anzusprechen mit Gumbrina, deshalb mache ich das noch. Aber Bewohner von Bad Glimmerich. Er ist mit dem berühmten Krimi-Autor Herringway verwandt. Die Familie ist aus Bipper City Hager ins warme Bad Glimmerich gezogen. Und jetzt müssen sie sich an das vollkommen andere Klima gewöhnen. Und er? Auch ein Anwohner. Die ganze Familie des berühmten Krimi-Autors Herringway. Diese Villa hat Herringway übrigens mit Tantiment aus Buchverkäufen bezahlt. Okay, keine Ahnung, was das heißt, aber okay, das ist crazy. Es gibt hier ein Haus von Brilliant Tea. Ich glaube, den haben wir noch nicht kennengelernt. Bin mir nicht sicher. Oder bist du Brilliant Tea? Lass mal kurz schauen. Ja, okay. Sie ist Brilliant Tea. Alles klar. Okay, ihre Stühle zählen und die Bewohner lese ich dann noch später in der nächsten Folge vor. Wir haben keine Zeit mehr. 1, 2. Genau, 1, 2, 3 und... Ja, ist jetzt da oben rechts, oben links. Mann, hier, 4, so, 4, 2, 5, 2, 4, das sollte das Passwort sein, hoffentlich. Schauen wir nach. Kollege, ich habe hier die Nummer für dich. Kollege. Ja, das ist, ja. Okay, also die erste Ziffer, wie viele Stühle gibt es in Kupiers Haus? Im Dünnweiler? 2. Ah, okay, zweite Ziffer. Stühle in der Rollers Haus im Wunderwald? Mehr als 4. Nämlich 5. Ah, so, so, okay, dritte Ziffer. Elpermons Büro in Rohlingen? Auch 2. Ah, ja, ja, verstehe. Und jetzt, letzte Ziffer. Wie viele Stühle gibt es im und am Haus von Brilliant Tea in Bad Glimmerich? Alter. Die hat den Garten mit Stühlen. Ich sag's mal 4? Nein, falsch. Okay, er hat uns ja den Tipp gegeben, dass es draußen noch einen Stuhl gibt. Also werde ich jetzt einfach immer weiter höher gehen, bis ich es richtig habe. Weil ich bin mir sehr sicher, dass ich die anderen richtig habe. Nein. Da ich keine Lust hatte, nochmal überall hinzulatschen, habe ich mir online nachgeschaut, wo der Code ist. Oder was der Code ist, besser gesagt. Also, 2 ist richtig. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwo gesehen habt in meiner Aufnahme, wenn ihr zurückspult. Aber anscheinend hat Aronas Haus 6 Stühle. Ich habe keine Ahnung, wo ein 6. Stuhl war, aber das scheint die richtige Antwort zu sein. Und hey, ihr könnt mich hier nicht wird anmachen, ich habe hier nämlich jedes einzelne Gebiet erkundet. Ich war an jedem Ort, wo ich hin sollte. Und Brilliant Tea hat 5 wegen dem einen draußen. Und das sagt er ja auch. Also, ja. Oh, sie geht auch. Oh, vielen Dank. Ich bin nicht gefeuert. Oh mein Gott. Vielleicht werde ich sogar befördert. Warte einen Moment. Da ist doch nur Geld drin. Ich hatte eine bitte. Hm, weiß ich. Ja, ein Hotdog, Mann. Achso. So schade. Aus dem neuen Produkt unserer Firma, der Feuersoße und diesen Hotdogs, hätte man Feuerwürstchen machen können. Das wäre bestimmt der Renner. Was? Ich soll nicht so schnell aufgeben? Hm, vielleicht hast du recht. Genau, ich gebe nicht auf. Ich werde ihn überreden. Also gut, ich werde so lange hier bleiben, bis er einwilligt. Und vielen Dank nochmals. Hier ist deine Belohnung. Oh, du kannst kein Item übertragen. Ich habe deine Belohnung für dich. Ich hebe sie auf. Kannst sie jederzeit abholen. Da! Das ist das allerneueste Produkt unserer Firma, die Feuersoße. Ich habe jede Menge davon. Komm vorbei, wenn du magst. Also bis dann. Hast du jede Menge davon? Was soll das denn heißen? Huh? Ich hatte ganz kurz einfach Luigi stehen. Okay. Das klingt doch schon mal ganz gut. Feuersoße. Beliebtes Gewürz, das Aroma kann süchtig machen und lädt auf. Okay.
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Hm. Ich nehme es mal mit. Und in der nächsten Folge werden wir die nächsten 3 Quests abschließen, die wir ja tun sollen, die auf dem Brett zu stehen sind. Und nachdem wir die durch haben, machen wir uns auf den Weg zum Mond durch den Großfrost. Was war das? Berg? Irgendwas mit Großfrost.